Boah, das war ein Kampf. Und das war meine Flasche. Deine Kraft ist machtvoll. Was? Ist das nicht das Gleiche? Lege jetzt dein Gelöbnis ab. Auf diesen Grundlagen werden unsere Pakt beschließen. Ich gelobe, den göttlichen Keim wachsen zu lassen, um die wahre Erneuerung der beiden Welten Wirklichkeit werden zu lassen. Wir nehmen dein Gelöbnis an. Unsere Macht gehört dir. Ha, das wäre auch erledigt. Mann, der Kampf war anstrengend. Topaz halten. Das übliche Alten. Light. Summon Light. Light und Lightning jetzt. Du hast es geschafft. Nein! Was passiert jetzt? Oh, Anime-Katze. Hoffentlich ist sie nicht wieder überlaut. Die ist jetzt schon laut. Was passiert jetzt? Stadt ist das? Das ist Palma Costa, die gerade zerstört wird. Okay, das sieht wirklich nicht einladend aus. Was passiert hier? Oh mein Gott. Ist das der göttliche Baum von Kalan? Oder Kalan? Diese Person, ich glaube, ich bin ihr schon mal begegnet. Martell. Was? Martell? Diese Frau, die von dem Baum verschlungen wurde, ist Martell? Sie erinnert mich an jemanden, sie erinnert mich an... Warum sollte Martell mit diesem gigantischen, grotesken Baum erscheinen? Ich hatte die Befürchtung, dass dies geschehen würde. Was meinst du? Durch den Verlust der Stabilität, die von den Elementargeistern gespendet wurde, ist der göttliche Keim außer Kontrolle geraten. Nein! Die Absicht der Elementargeister war es, den göttlichen Keim von den Auserwählten zu isolieren und ihm vom Wachsen abzuhalten. Das war nur die eine Hälfte. Die beiden Welten wurden von Yggdrasil aus ihrem Gleichgewicht gebracht. Sie hätten auseinanderdriften und von den Leere verschluckt werden müssen. Aber das wurde verhindert, indem der göttliche Keim in die Mitte zwischen die beiden Welten gepflanzt wurde. Ich brauche keinen Vortrag, um zu hören, um das zu wissen. Was? Die zwei Welten zehren von beiden Seiten am göttlichen Keim, während sie versuchen, sich voneinander zu trennen. Es ist ein Wunder, dass dieser empfindlichen Gleichgewicht so lange gehalten hat. Warte. Die Mana-Konnexe dienten als Käfig, um den göttlichen Keim im Raum zwischen den beiden Welten zu halten? Ist es das, was du meinst? Genau, und da ihr den unstabilen göttlichen Keim mit Mana versorgt habt, entwickelte sich ein verdrehter Keim, der außer Kontrolle geraten ist. Er hat sogar Martell verschlungen. Wen kümmert es schon, warum das passiert ist? Ich möchte wissen, was passieren wird, wenn wir dieses Ding nicht stoppen. Wenn es stimmt, was Kratos sagt, dann wird Silveron vom göttlichen Keim verschlungen und zerstört. Und wenn Silveron zerstört ist, wird auch Tetrahorla zerstört, da es verbunden ist mit den heiligen Ebenen von Kalan und dem Tor der Welten. Dann werden alle sterben. Alle außer dem verdrehten Baum und den Engeln, die auf Deriskalan leben. Wir müssen etwas dagegen unternehmen.
Aber was können wir tun? John, wie möchtest du das Geschehen korrigieren? Sind wir irgendwie nicht dafür verantwortlich? Wir könnten den Mana-Strom unterbrechen und verhindern, dass er kein weiterer Mana erhält. Aber das würde den göttlichen Baum nicht vom Wachsen abhalten. Der Prozess hat bereits begonnen. Spielt der göttliche Baum nun auch in Tetala verrückt? Höchst unwahrscheinlich, obwohl ich mir es vorstellen könnte, dass sie einige Folgen spürten, wie beispielsweise Erdbeben. Das macht Sinn, da Colette den Prozess der Welterneuerung aktiviert hat. Sind die Elementargeister von Silrond jetzt aktiv? Deshalb wurde der göttliche Baum von den Elementargeistern von Silrond hier überall hergezogen. Richtig, die Elementargeister tauschen gegenseitig ihre Yin- und Yang-Rollen. Und zwar jedes Mal, wenn die Reise einer Auserwählten zur Welterneuerung erfolgt hat. Jetzt verstehe ich. Zurzeit haben die Elementargeister von Silrond die Yang-Rolle inne, da sie für das Mana sorgen. Deswegen muss immer eine Welterneuerung stattfinden. Weil die eine Welt ihre Elementargeister alle, mit jenen einen Pakt geschlossen hat, muss Teta Holla wiederum als Antwort ihre Elementargeister alle suchen, oder was? Aber da der göttliche Baum zu viel Mana von Silrond absorbiert hat, ist er außer Kontrolle geraten. Wenn das der Fall ist, können wir ihn nicht neutralisieren, indem wir ihn mit den Kräften der gegnerischen Elementargeister bestrahlen. Wow, Leute, du hast wirklich verstanden, über was wir sprechen? Halt den Mund, Genis. Professor Wayne sagte einmal, dass die negative und die positive Seite eines Magnets sich neutralisieren. Das ist das Gleiche, oder? Das stimmt nicht ganz, Leute, aber es ist trotzdem eine clevere Idee von dir. Auch wenn wir uns dafür entschieden, es zu versuchen und ihm die Elementargeister von Ted Holler entgegensetzen, wie sollen wir dabei vorgehen? Wir kommen nicht nah genug an das verrückte Ding ran. Die Mana-Kanone. Mana-Kanone? Die Maschine, die Rodil baute? Wir haben Rodil durch Manipulation dazu gebracht, sie zu bauen. Bevor die Mana-Konnexe verschwanden, hatten wir geplant, Rodil den Turm des Heils zerstören zu lassen. Du stellst also vor, die Mana-Kanone mit dem Mana der Elementargeister von Teta Holla zu füllen und sie auf den göttlichen Baum abzufeuern? Ich befürchte, uns bleibt keine andere Wahl. Zuerst müssen wir den aktuellen Mana-Strom zum Baum stoppen. Es wird zu spät sein, wenn der Baum weiter wächst. Hier ist also der Plan. John, ich vergesse, mit wem du gearbeitet hast oder was du gerade tust. Im Gegenzug wirst du den Abtrünnigen befehlen, sofort den Mana-Beschuss des Baums zu beenden. Währenddessen wird Lloyds Gruppe sich zur Mana-Kanone begeben. In Ordnung. Und zwar schnell, würde ich sagen. Es ist leider nicht möglich, Sir. Forzistus hat unsere Infiltrationsteam auf der Farm von Iselia ausgeschaltet. Was bedeutet das? Dass die Farm von Iselia noch in Betrieb ist. Wir hatten Leute eingeschleust, die im Untergrund arbeiten, um den Mana-Strom umzulenken. Mit anderen Worten, wir müssen diesen Ort sofort infiltrieren und den Mana-Strom stoppen. Iselia, Menschenfarm. Ja, okay, ich habe ein Ziel. Dann werde ich gehen. Du schlägst vor, dass wir dich entsenden, unseren Feind, um die Aufgabe allein zu erledigen? Ich werde einige meiner Männer schicken. Jetzt beruhige ich mich irgendwie nicht. Vorbereitung für die Mana-Kanone. Die Abschaltung aller Mana-Reaktoren in der ganzen Welt. Es gibt so viele Dinge, die die Abtraining für uns tun müssen. Ihr habt nicht genug Truppen, um alles zu machen. Ich werde gehen. Was sagst du da? Wir müssen zur Mana-Kanone. Du und die Abtraining könnt euch um die Mana-Kanone kümmern. Kratos und der Rest von uns infiltrieren die Farm von Iselia. Was? Feuer die Mana-Kanone ab, wenn wir das Signal geben. Du würdest ein Signal nicht trauen, wenn es alleine von Kratos käme, richtig? Nun ja, das stimmt, aber ist es wegen Chocolate? Stimmt, Chocolate wird auf der Farm von Iselia festgehalten. Lloyd, du hast dich an dein Versprechen erinnert. In Ordnung, wir überlassen es euch. Lass uns nicht hängen. Lass uns gehen, Leute. Kratos hat sich der Gruppe angeschlossen. Und er hält den Titel Verräter. Okay. Gerade ist wieder Mitglied der Truppe. Lass mal Tokio. Und das ist die eine Stadt. Ich glaube, da sollten wir auch mal vorbeischauen, falls wir es noch kennen. Wieso? Flanor.
Abisson steht einfach da so, als wäre da nichts. Mythos? Hm? Stimmt etwas nicht, Mythos? Nein, ich dachte nur, ich hätte die Stimme von Genis gehört. Ah! Ah! Oh nein. Nicht Mythos erschlagen, bitte. Achtung! Mythos! Ich glaube, wir sollten mal nach Tetola zurückgehen. Und wir sind schon direkt da. Was? Darf ich mal speichern oder irgendwie so mal? Warum muss ich dich begleiten? Du kannst den Mana-Reaktor auch ohne mich abschalten. Weil ich Kruxis nicht vertraue. Es ist reiner Zufall, dass wir ihr und die Abtrünnigen zurzeit alle die gleichen Ziele verfolgen. Weil wir wissen nicht, was als nächstes geschehen wird. Es ist einfacher, dich im Blick zu behalten, wenn du in der Nähe bist. Verstehe. Eine kluge Entscheidung. Wie kommen wir da rein? Das Tor ist verschlossen. Ich springe vom Felsen aus hinein und öffne das Tor von innen. Nein, lass mich gehen. Ich kann über so ein Tor hinüberfliegen. Geile Laserflügel. Könnte das theoretisch nicht Colette auch? Gegner! Ich meine, außerhalb hier von Ballon ein Speicherpunkt, oder? Oh, hier ist ein Speicherpunkt. Perfekt. Gucken wir uns nochmal gratis an. Der ist natürlich auf dem aktuellsten Level. Du kommst jetzt auch sowas von in unser Team. Was kannst du alles? Du kannst, glaube ich, die gleichen Angriffe wie Zeros. Naja. Lightspear Cannon, Lightning Blade und so was alles. Lightning, boah, die ganzen Attacken von damals noch. Ja, soll ich... Ja, komm hier. Und weiß ich. Hm, ist jetzt dauerhaft unsere Truppe, weil ich habe irgendwie nicht so das Gefühl, weil sonst wäre irgendwie China noch bei uns. Egal. Ich würde aber sagen, ich speichere hier und nach all diesen heftigen Ereignissen sehen wir uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. Ich bedanke mich allerherzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.